Und damit ein herzliches Willkommen zurück, das bei Assassin's Creed 4 auf dem Weg zur nächsten Mission mit Edward Kenway und mir. Ja. Diese schönen Blütenmädels. Ich weiß, ich sehe sie gar nicht. Aber na gut. Ah, oh, sag ich. Laufe ich eigentlich richtig? Was lässt denn jetzt so bei mir die Kreiskarte haben? Ja, schon mal nicht mehr richtig. Ein Wunder. Jesus Christus. Was ist das? Eine Windmühle. Was hast du schon wieder? Oder so. Sieht so aus. Oh, hallo. Unbemannt. Noch cooler. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um mein Ziel zu finden. Saufgelager haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du das? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Komm mit. Das merkt man ja schon an der Stimme. Das ist ein längerer Flug. Ah,
Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Nein, wenn es nicht hängen würde. Vielleicht bin ich wieder erwischt mit dem Scheiß. Verdammt, Mann. Wie kommt, dass du eine Frau bist? Gott, Edward! Muss ich dir das erst noch erklären? Ist er wohl auf? Ist entkommen, habe ich gesagt. Also, ich habe einen Auftrag. Du kannst dich später lustig machen. Mann! Ich habe euch auch. Wer war das? Was ist das Kid? Okay, dann ist die Abend versucht, als wir die Glockentürme aufschalten. Wie war's? Ich mir doch mal Kette. Du mobbst mich! Next! Du hast nicht gesehen. Next Glocke. Ich komme. Sonst würde ich den Bescheid auch nicht, dass du mich nicht siehst. Ah!
the moment, Squire. Na, komm mal ein bisschen schneller. Boah, ey. Gibt's doch nicht. Lahmarsch. Halt! Keinen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe! Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt! Und zwar schlimm! Ich bin hilflos! Nun gut! Und schwach! Dann nimm meinen Arm! Gott segne euch! Ihr sollt ihr Auge offen halten. Er sagt, wir treiben die ganze Unruhestifte herum. Ich geb's weiter. Ich arm. Wieder hochkommen. Na, wie? Wie ich es sehe, ist es beim Schwertkampf genau wie bei der Liebe. Es kommt nicht darauf an, was zu tun, sondern was. Schade für dich. Du bist der unartikulierteste Nuschler, den ich je traf. Hey Mann, das ist nicht nett. Nicht dran und war nicht wohl lang. Fallen. Halt nicht. Thank you.
Habt ihr gefunden, glaube ich. Nee. Hast du was gesagt, Bursche? Du hast keine Zeit zum Tratschen, hörst du? Ich habe nichts gesagt, Sir. Ich mache euch keine. Du achtest gefälligst auf das Zuckerrohr, verstanden? Sieh noch einmal auf und es wird das Letzte sein, was du von der Welt siehst. Und da! Das ist kein Problem, ich arbeite so schnell ich kann. Bring dich mal mehr an. Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Kenway, ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templer, Mann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu rächen. Mich retten! Ich arbeite für Mr. Prinz. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Scheiße. Robert! Verdammt. Passt es überhaupt nicht. Mein Gott, das passt überhaupt nicht, du Fisch. Ich war halt, ob ich wieder entdeckt worden, weil ich jetzt wieder gelaufen wäre. Gewartet hätte, bis sie mich nicht mehr finden. Oh. Hilf mir! Müll kommt da noch rum. Die kommen. Ah! Die haben mich verarscht. Boah, das passt jetzt überhaupt nicht.
Mein Gott, aber bitte scheiße. Die Schnauze voll, die Bastarde. Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Sonst entmanne ich dich auch noch. Vaterzenar wie immer. Ja, machen wir nächsten Mal weiter. Tod eines Handlungsreisenden. Okay, dann haut mal dann. Ciao.